Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Industria. Ja, letzte Folge war ein schöner Cliffhanger, ne? Wo ich hier schön unten geguckt habe. Hab hier auch schon drei Roboter weggesnipert. Und jetzt werden wir den Hebel betätigen und gucken, was passiert. Okay, cool, cool. Und jetzt? Also wenn ich das richtig sehe, sehe ich da drüben noch einen Hebel. Ne? Ach, guck mal, da ist sogar noch eine Heilung und Schrotflintenmunition. Da links ist auch noch ein Hebel und hier unten sehe ich jetzt gerade erstmal nicht. Nö. Also die wollen wirklich, dass wir sehr viel mit der Schrotflinte rumlaufen, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler selber sehr viel mit der Schrotflinte gespielt haben. Dementsprechend haben sie auch relativ viel dann munitionstechnisch da halt verteilt, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Guck mal, hier haben wir sogar ein bisschen mehr Licht, oder? Hier kann ich wenigstens jetzt noch was erkennen. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht drin, oder? Ich glaube, hier wurde Kohle gefördert. Sieht zumindest danach aus. Und was haben wir hier? Schrotflintenmunition. Natürlich. Ja, die wollen wirklich, dass wir nur mit der Schrotflinte rumrennen oder so. Tagebucheintrag, okay. Lass mal lesen. In einem völlig dunklen Raum. Es gibt zwei Kontrollräume, in die muss man, um den Fahrstuhl zum Laufe zu kriegen. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht besser sagen können. TNT, was kann ich nehmen? Und dann kann ich das schmeißen. Bam! Ach, guck mal, hier kann man sogar runter. Drüben ist noch eine Leiter, ja. Eine Treppe. Komm, ich lasse das erstmal hier drinnen liegen. Will mich erstmal ein bisschen umgucken. Haben wir nochmal TNT. Und hier ja, ist die Map einfach zu Ende, würde ich sagen. Hat weggeschnitten. Tschüss. Also ich muss wirklich sagen, ne, teilweise ist das Spiel wirklich sehr dunkel. Und hier haben wir jetzt gerade schon wieder Schrotflintenmunition rumliegen hier schon. Okay, man kann da drüben hin. Okay, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir gehen hier runter oder was? Ah ne, der Fallschaden ist real, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht zu tief fallen. Ich bin letztens erst ein paar Meter nur runtergefallen und hatte übelst Schaden bekommen. Ist schon ein bisschen unheimlich hier unten, ne? Alter, krass, Mann, ey. So viel Zeug, ne? Guck dir das an, Sepp. Einfach wieder nur Cut. Was? Das ist ein Tunnel? Nein, das ist kein Tunnel. Niemals. Wir machen da einfach Cut und dann ist gut, ey. Oh, geil. Man hätte ja wenigstens so tun können, als ob, weißt du? Das macht ja sogar. Das schafft ja sogar hier Half-Life, ja? Selbst die schaffen das ja. Von wegen, dass die da halt so einen Tunnel machen und dann, weiß ich nicht, geht der Tunnel nach links oder nach rechts oder so.
Ach, guck mal, hier kann man ja überall rüber. Okay. So, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Und die führt uns zum ersten Schalter. Okay. Weißt du, was ich nämlich glaube? Sobald ich den betätige, werden wir garantiert. Habe ich nicht gerade eine Batterie bekommen? Hm. Oh, scheinbar nicht. Werden bestimmt hier so Respawn-Sachen kommen, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ja, wo er gerade ein bisschen geruckelt, vielleicht sind gerade ein paar Gegner reingespawnt. Die rennen ja auch noch hinterher. Ich dachte, die bleiben stehen. Haben mich gehört? Der auf jeden Fall. Der auch. Schrotflinte, Baby. Ach du Scheiße, wo kommen die denn alle her? So schnell kann ich gar nicht schießen. Eins, zwei. Oh oh. Hab nur noch einen Schuss. Macht aber nichts, weil wir haben ja. Oh Gott. Daneben. Okay, wir haben hier nichts mehr. Sofern sie zumindest keine Fernkampfwaffen haben, ist das ja okay. Wisst ihr, es geht hier? Alter Schwede. Double Kill! Gibt's einen Schuss nur noch? Und das immer wieder weg? Scheiße. Heilung. Ja, ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Heilung ist nicht so wichtig. Sind hier immer ein Respawn oder was? Heilung. Ja, wenn hier immer ein Respawn kommt, dann müssen wir weiter. Weil dann scheiß auf euch. Oh, gestorben. Unser erster Tod. Unser erster Tod. Gut, da kommt also anscheinend unendlicher Respawn. Das heißt, ich werde auf die erste Seite gehen und sofort auf die andere Seite rüber. So. Mhm, ja, ja. Haben wir, glaube ich, schon gesehen. Einsammeln brauche ich ja nicht wirklich, weil ich bin ja eh voll, wa? Also jetzt sind wir auf jeden Fall voll. Ach guck mal, die Munition hat sich geändert. Also ich glaube, hier sind noch unsichtbare Gegnerleichen. So, dann werden wir einfach mal auf die andere Seite jetzt gehen. Alles, was in meinem Weg ist, werden wir wegballern.
Nur diesmal kommt irgendwie nichts, oder was? Ah doch, jetzt haben sie mich entdeckt. Noch die Heilung noch mitnehmen. Also hier machen wir uns mal voll. Schrotflinte Munition voll? Hä? Ich hatte doch gerade 6,8, oder? Warum reicht denn der eigentlich so weit? Was ist ein Weg? So, muss ich jetzt hier nochmal hoch? Oder ne, hier ist jetzt zu. Guck mal einer an. Achso, hier kommt ein Dings runter. Oh. Geh weg. Schrotflintenmoni, sehr schön. Hm, schmeiß mal die Scheiße weg. Na, ja, hier muss man so schnell sein. Finde ich leider schade. Aber im Prinzip haben wir ja alles gesehen, ne? Oh, was sind das hier? Kann man da nicht besser aufpassen? So, ich glaube, wir sind jetzt erstmal wieder save. Deswegen ziehe ich mir mal meine Heilung rein. Ja. Dann gucken wir uns mal wieder um, wa? Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Weil wir waren ja halt eh mal auf der, wo wir da die ganzen Gegner gekillt haben, weißt du? Wandert auf dieser einen Seite. Wo ich dann leider bei dieser Brücke runtergefallen bin. Weißt du, ich töte alles, ne? Und dann falle ich da einfach die Brücke runter. Fand ich nicht so nice. Oh, hier haben wir nochmal eine Heilung. Juhu! Sehr schön. Okay. Making progress. Ja, komm, dann speichern wir hier nochmal. Was haben wir jetzt da unten so wirklich verpasst? Nicht viel, würde ich sagen. Okay, zumindest wissen wir jetzt schon mal ungefähr, wo wir sind. Eigentlich mehr ducken, ne? Ducken, schießen, ducken, schießen. Da schieße ich ein bisschen genauer. Man sieht es ja am Fadenkreuz, dass das dann kleiner wird. Ja, wir sind tatsächlich auf der anderen Seite, kann das sein? Nur die Frage, ist da jetzt ein Respawn oder nicht, ne? Ich habe die ja alle ausgeschaltet. Schon mit meiner Sniper. Okay, jetzt haben wir wieder diesen. This must be Brent's building.
Hm? Der blaue hier oder was? Was B? Oh, hier kann man. Lol, als wenn man hier so rüberlaufen kann. Okay, ich gucke jetzt erstmal kurz mich hier um. Hier haben wir ein TNT. Hier sind wir runtergefallen. Hier dürfen wir aber auch nicht mehr rüber. Hier ist das andere TNT. Hier haben wir auch nochmal TNT. Diese komischen Bälle, ne? Ich glaube nicht, dass die von Atlas kommen. Die waren, glaube ich, gedacht, um Atlas aufzuhalten. Ich glaube, die waren gedacht, um ihn aufzuhalten, aber Atlas hat wahrscheinlich erst geschafft, die umzuprogrammieren oder so. Und dann sie für seine eigenen Zwecke zu benutzen. So ein Computervirus, weißt du? Also wir spielen jetzt auch gerade wieder auf DirectX 12. Ich muss, glaube ich, schon sagen, ich sehe schon einen kleinen Unterschied, ne? Jetzt von den Lichteffekten her merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Jetzt nicht so von den Polygonen oder von den Texturen, aber von den Lichteffekten auf jeden Fall. Damn, it's freezing here. Sorry. Na, Schnucki. Hallo, Tina. Und dir einen wunderschönen Freitag. Schön, dass du da bist. Schäferweizen mit 10 Kilo. Tagebuch von Joseph Oswald. 4 von 5. Ja, aber mir fehlt trotzdem noch die 1, ne? Die habe ich irgendwo übersehen. Ich habe keine Ahnung. 28.09.1993. Während ich das hier schreibe, muss ich mir die Waffe an meine Ohren stopfen. Achso, Watte, nicht Waffe. Du hast mir den dritten Teil von Deponia bestellt für 14,99 Euro. Ui, hast du überhaupt noch so viel Geld? Ja, musste ja, was? Sonst hättest du es ja nicht holen können. Ja, so ist das halt, ne? Ist halt blöd, wenn man nur Teil 1, 2 und 4 hat. Nochmal, ich fange von vorne an. Während ich das hier schreibe, muss ich mir Watte in meine Ohren stopfen. Sonst könnte ich mich nicht auch nur eine Sekunde lang konzentrieren. Die Vögel sind zu laut und meine ganze Wohnung ist inzwischen voll mit ihnen. Ich schmeiße immer wieder welche raus, aber es scheint das Problem nur zu verschlimmern. Ich habe versucht, sie aus dem Fenster zu schmeißen und die Vögel frei zu lassen. Nichts hilft. Wenn sich meine Situation nicht bald ändert, werde ich noch verrückt. Ich höre sie die ganze Nacht. Wenigstens stehen wir nun fest gegen Rosendahl. Ich habe fast alle konservativen Politiker auf meiner Seite und im nächsten Jahr, im Frühling, wird es ein Referendum geben, das entscheidet, ob die Maschine abgeschaltet wird. Ich kann es kaum erwarten. Joseph Oswald. Weiß nicht, war das wirklich so eine gute Idee, die Maschine abzuschalten? Ich glaube, die hat er konzipiert und aktiviert. Halt wirklich für Atlas, also gegen Atlas. So ein Anti-Atlas, könnte man sagen. Oh, die können ja gar nicht durch, oder was?
Loot. Ja, komm mal ein bisschen ran hier. Komm mal ran. Guck mal hier, ja, 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 fast, fast. Fast. Guck mal, ich helfe dir sogar ein bisschen. Ne? Ne? Ja, vielleicht. Weiß er noch nicht. Jetzt ist er auf einmal weg, oder was? Ah ne, da kommt er. Hallo? Waren wir nicht mal in so einem Raum genau gleich? Munition voll. Ah, schade. Dachte, ich benutze mal eine andere. Aber ich muss, glaube ich, wirklich mehr mit der Schrotflinte spielen. Haben wir echt das Gefühl, ich kriege hier zu 80% nur Schrotflinten-Muni und 20% halt die anderen. Gut. Dann gehen wir mehr mit der Schrotflinte rum. Habe ich ja kein Problem. Ich liebe Schrotflinte. Und das nur, weil in Teil 3 Sachen vorkommen, die... Naja, du weißt ja. Ja, ich weiß. Okay. Meine Formulierung, was? Nichts Gute diese? Nee, war sie noch nie. Ja, warum jeder hat seine Fehlerchen, oder? Alles gut. Ich habe auch manchmal meine Probleme. Liegt vielleicht am Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, je älter man wird, desto mehr vermischt man teilweise auch Wörter? Oder... Oh, guck mal hier, Briefe. Cool. Cooles Detail. Also hier sprechen die anscheinend auch Deutsch, aber dann verstehe ich nicht, warum das ganze Spiel auf Englisch ist. Wenn jeder hier irgendwie Deutsch spricht oder Deutsch versteht. Das sieht man? Bin irgendwie ein bisschen komisch. Spiel gespeichert. Aha. Oh, wir kommen wieder raus. Bin ich jetzt... Ne, eigentlich müsste ich doch mit dem Zug immer noch weiterfahren, ne? Wir sollten ja eigentlich bloß die Tür oder das Tor aufmachen. Guckt euch mal die Texturen da unten, ne? Ist das euer fucking Ernst? Brent? Do you read me? Yes, I do, just barely. I'm on the roof of your building. There are a bunch of greenhouses. Connection seems good here. Okay. My old apartment is the one on the roof. Understood. It's quite peaceful up here. Noch. Ist noch freundlich hier. Dann kriege ich hier einen richtig guten Shot. So zum Beispiel. Vielleicht so. Schweben da echt die Blumentöpfe in der Luft? Euer Ernst? Oh,
Okay, wir können hier rein. What the heck? Hallöchen, Mike. Auch dir einen wunderschönen Freitag. Schön, dass du da bist. Ja. Deine Lache immer wieder zu geil. Was? Ich kann doch gar nicht lachen. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Industria, Festlichkeiten 1991. Siehst du, das will ich sehen, ja. Wo man immer so ein bisschen, was ist eigentlich auch so nebenbei noch so passiert hier an dem Spiel? Lieber Hans, heute habe ich mir die Präsentation am Institut von Hacker-Wick angeschaut. Ich wusste vorher nicht exakt, um was genau es gehen würde, aber ich hatte Gerüchte von einer neuen Technologie gehört. Eine Technologie, die jeden Aspekt unseres Lebens ändern sollte. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, was das sein sollte. Große Mengen an Besuchern strömten ins Institut. Jeder versuchte, irgendwie einen Blick auf die Maschine werfen zu können. Sehen musste man sie eh nicht, denn schon vor der Präsentation erfüllte ein tiefes Dröhnen das gesamte Gebäude, ein Geräusch, was ich noch nie gehört habe. Und als dann die Präsentation begann, wurde das Dröhnen von einer Art grellen Entladung begleitet, künstliches Licht. Das Institut nennt es eine Revolution, nachdem ich es mit eigenen Augen gesehen habe, stimme ich damit überein. Dein Freund Volker. Künstliches Licht. Heißt das, die hatten vorher noch keine Elektrizität hier gehabt? Also kein Strom? Waren die noch so primitiv, bevor Walter kam, oder was? Monasche ist voll. Ein geschnitzter Vogel. Ich sehe hier eine Leiter. Benutzen? Für was? Für die Tür da hinten, oder was? Wäre auch ein cooles Thumbnail. Kann ich mir überlegen, oder? Ist irgendwas passiert? So, man muss auf den Strom achten, oder was? Jetzt ist grün. Aus Versehen wieder das Rätsel gelöst. Ha. Passiert mir ständig. Alles passiert per Zufall. Aus Versehen. Unabsichtlich. So wie das hier, das war bestimmt auch aus Versehen von den Entwicklern. Die haben vergessen, die Töpfe auf die Treppe runterzustellen. Warum auch immer.
Kann ja mal passieren, ne? Kann ja mal passieren. Genauso wie das passieren kann, dass hier wieder dieser Baum aus diesen Steinen herauswächst und so. Ah, immer wieder geil. Ja, ist halt schnell zusammengeklatscht, glaube ich, das Spiel. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Cash Grab, um ganz ehrlich zu sein. I'm in. What do you see? Ein Raum. Well, a bed. A blanket. Keep talking, please. The windmill outside. The sun on the carpet. Und ein Bild. Leaves on the wooden floor. Das Bild. Here's a photo of two happy people. That's it. That's what I want you to take. Warum ist das so blau? Also. Can you describe what's in the photo for me? It looks like winter. There's a flea market in the background. The woman is laughing. And the man beside her looks like the happiest person on earth. I see peace, Brent. Can you... Du musst mitnehmen, ja, okay. Take a photo with you to the sea. There's a graveyard where she is. Zeitmischen. Wie sagt man? Aktualisiert. Wollte es gerade in Englisch sagen, aber irgendwie bin ich gerade nicht drauf gekommen. Das ist nett, ja. Ja, das verstehe ich halt nicht, ne? Die haben halt so viele Sachen hier auf Deutsch. Tomaten in der Dose, dann halt bei den Türen, ne? Da ist halt die Briefschlips, da steht extra drauf Briefe und so. Da steht halt nicht Letters oder sowas, ne? Da steht halt wirklich Briefe, genauso wie hier Schäferweizenmehl, 10 Kilo. Aber dann hast du halt wieder diese ganzen englischsprachigen Artikel, englischsprachigen Zeitungen, dann sprechen die Leute halt alle Englisch. Wo ich mir so denke, hä? Das macht irgendwie so ein bisschen die Immersion kaputt. Oder hätte ja sein können, okay, sagen wir mal, der Walter ist zum Beispiel Amerikaner, aber unser Charakter ist zum Beispiel Deutsch. Dann hätte ich es ja verstanden, wenn sie mit den Leuten, die Englisch sprechen, halt auch mit Englisch wieder zurückspricht, aber dann hätte sie ja wenigstens bei diesem, wenn sie mit sich selber redet zum Beispiel, dann kann sie ja wenigstens da dann Deutsch sprechen oder so. Weiß ich mal. Ich muss zurück zum Zug und das Tor öffnen, um weiter zu Walter zu kommen. Ja, das ist doch der eigentliche Plan gewesen, oder? Das mit dem Bild war ja jetzt nur ein Sidetrack. Eine Sidequest. Alter, ist dunkel, wa? Holy shit. Hallo? Chucky? Bist du hier? Okay. Okay, geht wieder runter. Okay, also normalerweise
ist der Crosshair-Indikator bei allen Spielen, die ich bisher kenne, ist denn wie groß der Spread von der Schrotflinte? Also das Fadenkreuz müsste eigentlich 5-mal größer sein, als was gerade angezeigt wird. Weil ich habe hier ungefähr hingezielt und da oben ist ein Schuss und da unten ist ein Schuss. Schlampig. Schlampig, schlampig, schlampig. Bei der Pistole wahrscheinlich genauso. Vielleicht zeigt er auch nur an, dass es kleiner wird, aber ich könnte auch sein, dass. Ja, dass es nur so aussieht, ne? Als wenn die halt uns mit der Größe verarschen. Also ich kenne das halt so von anderen Spielen, ne? Wenn jetzt hier zum Beispiel. Normalerweise dürfte jetzt der Spread nur so groß sein, wie das Fahnenkreuz ist. Vom Außen, vom Äußeren. Weißt du, wie ich meine? Aber guck dir mal an, wie der Spread halt wirklich ist. Nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber auch schön ausgenutzt, ne? Dass ich da gerade was demonstrieren wollte, kam gleich wieder so ein Suicide-Bomber hier, ey. Gleich wieder ausgenutzt, die Nille, ey. Ich wäre frech. Na, Mike? Wie ist Sandrock so? Macht Laune? Weil die hast du ja die letzten Tage ja durchgesuchtet, wa? Sandrock. Okay. Spiel gespeichert, den können wir so wegknallen. Hab nur rein nur reingeschnuppert. Ich glaube nicht, dass das nur reingeschnuppert war, du. Man muss halt wirklich so zielen, ne? Wenn du einen punktgenauen Treffer haben willst, musst du halt anvisieren. Brennt, ne? Ja, wer macht denn hier mal diese Geräusche? Ach, du vielleicht. Oh, der ist immer noch am zusammenbrennen. Ah, okay. Ja, mit 7 Schuss komme ich, glaube ich, nicht weit. Hab nur 2 Stunden gespielt, was? Ich hab dich 3 Tage lang online gesehen da drinnen. Rest war ich nur am Lesen und rumschimpfen. Was? Wieso rumschimpfen? So schlecht optimiert das Spiel? Ruckelt es etwa? Hier hätten sie ein Secret verstecken können. Naja, gut.
Hier hätte ich mich dann wahrscheinlich verteidigen können, ne? So von weg, komm, wir springen mal hier oben rauf. Die können nämlich nicht so easy angreifen, wahrscheinlich. Schon wieder Schrotflintenmuni, natürlich. SMG. Spiel bombt mich so zu, ne? Mit Schrotflintenmunition. Ey, ich muss das halt wirklich nehmen. Am besten immer auf Null halten, ne? Die Schrotflinte, ey. Battery. Nehme ich mit. Warum hast du denn rumgeschimpft? Hallo. So, ich weiß ja jetzt, der Spread ist ja unendlich groß, deswegen werden wir jetzt extra immer schön nah rangehen. Außer bei den Robotern, die halt schießen können, da benutzen wir dann unsere Sniper. What the heck is this shit? Wer war die Karte denn zu Ende? Ach Jungs und Mädels. Was ist denn los hier? Also bei manchen Sachen haben sie echt drauf geachtet, ne? So von wegen, da müssen wir aufpassen. Da könnte man sehen, dass die Map zu Ende ist. Und bei anderen Sachen dann wieder so, haben sie ein bisschen geschlammt. Stadttor Feldbricht, Samstag, 11.02.2000. 10:46 Uhr, Nordtor. Hackerwick, wir haben Stellung bezogen, volle Truppenstärke, haben mehrere Maschinengewehre aufgebaut, um diese Metallköpfe möglichst fernzuhalten. 22:04 Uhr, 15 meiner Soldaten sind innerhalb weniger Sekunden ausgelöscht worden, als es eine Einheit von Atlas über die Brücke geschafft hat. Die Überlebenden hatten tiefe Wunden ohne Chance auf Behandlung. Aufgelöst. Wie hat der mit einem Laser geballert? 4:16 Uhr. Ich nehme mal an, der nächste Tag dann wahrscheinlich, war Sonntag, 4:16 Uhr. Wir haben keine Chance, diese Stellung noch lange zu halten. Das Einzige, was uns hier hält, sind die Evakuierungsvorgänge am Südtor. Momentan ist es noch ruhig. Nur die Möwen lachen. Offizier Sander, Königliche Armee, Hackerwick. Imperial Gallery of Art. Mal jammer jetzt halt wieder. Englisch, ne? Die können sich irgendwie nicht einigen, nur die haben halt so 50-50. Bisschen Englisch, bisschen Deutsch. Oh. That was easy. Würde ich sagen. Machen wir weiter, wa? Yep. Hello. Yep, ich höre dich. Ja, ja, ich höre dich. Yes, yeah, I'm here. You made it back to the train? It's certainly nice to hear your voice again.
Yes, I am. The gates are open. Oh, thank Christ. Well, if you follow the tracks, you'll reach the city gates. Finally. All right. I'll get back to you once I'm there. Das ist gar nicht übersetzt. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich hier nochmal runtergehe? Soll ich den ganzen Weg dann nochmal durchlaufen? Ob sie dran gedacht haben? Bestimmt, oder? Ja, wo da drüben ist halt der Schalter, dann könntest du wieder hochfahren und dann einmal komplett durch, bitte. Na, wir fahren erstmal weiter. Tschu-tschu! Alles einsteigen, der Zug fährt los. Zurückbleiben, bitte. Ja. Tschu-tschu! Oh, ich hätte wenigstens noch die Tür zumachen können, wa? Naja, zu spät. Immerhin haben wir das Tor aufgemacht. Mein Springen ausgemacht. Solange wie ich auf dem Zug fahre, darf ich nicht springen. Weil nämlich bei den meisten Spielen ist es tatsächlich so, wenn halt ein Objekt fährt, dann behältst du halt nicht die Geschwindigkeit, so wie halt im realen Leben. Ne? Aber wenn ich jetzt hier springen würde, würde ich halt in der Luft stehen bleiben sozusagen und dann hier landen. Obwohl das ja eigentlich, wenn ich hier springe, in real wäre, würde ich auch hier wieder aufkommen. Ne? Aber das können die meisten Spiele nicht. Ich glaube, das kann gar kein Spiel, oder? Bisher noch nicht ein einziges Spiel erlebt, hey Brent, wie das, seems like I'm about to leave the city. Dass das kann. Just passing the gate. That's good news. Hallo, warum ist denn jetzt hier auf Englisch? Out. Our connection is probably going to go dead soon. What about you? Oh, don't worry about me. I'm made of tough stuff. Alter. My place is here. What if you say so? Take care of yourself, okay? I would not have made it without you. I enjoyed hearing a human voice again. Sind diese Dinger? Jetzt mal. Alter. Thank you. Goodbye, Brent. Off me today, Nora. Jetzt mal ernsthaft. Könnte doch sein, dass es von Atlas ist, diese Kugel. Ach, die hat er dann wahrscheinlich so entweder per Luft in die Stadt transportiert. Das ist riesig, ne? Holy moly. It's huge. So viele Fragen und keine Antworten, ne? Schrecklich. Dafür haben wir aber jetzt ein Loading Screen. So, das Tagebuch beinhaltet deine Notizen, Aufnahmen und zeigt deine momentane Aufgabe. Oh, really? Hätte ich nicht gewusst. Ah, hier sind wir wieder mit dem fallenden Typ. Aber jetzt fällt er aber öfter, wa? Guck mal. Nee, doch nicht. Können wir jetzt eigentlich irgendeine Notiz lesen hier? Wahrscheinlich nicht.
Seite 14. Und das entcrypten kann? Von wegen, dass es, ob es Leute gab, die das jetzt so denn entschlüsselt haben. Seite 0. Oh. Ein Vorwort. Seite 22. Hm. Moment. Mit dem Tischen hier hinten ist nichts, ne? Ja, okay. Wollt nur sicher gehen. Wollt nur sicher gehen. Ach, jetzt sind wir hier wieder bei den ganzen Erden und sowas. Ist das sozusagen die Erklärung von wegen Parallelwelten oder so? Befinden wir uns in einer Parallelwelt, die sich anders entwickelt hat als unsere Welt? Was ist denn bitte? Sind das einfach nur Leute oder? Oder sind wir das sozusagen? Wie häufig wir hier schon durch sind oder so? I don't know. I don't know what to think anymore. Just yesterday, the lumber works outside the walls were overrun. How are we supposed to survive this? We cannot hold the town. Keine Munition diesmal. Wir haben wohl genug. Ja, ich sehe, es ist an seinem Kopf dran, aber was ist da dran? Ist die Kugel? Ist die Kugel da dran? Oder? Next. Geheilvorgang? Ja. Muss halt aufpassen, ne? Weil dann immer die Waffe weggepackt wird und so. Oh, da haben wir auch noch ein paar Riesenkugeln. Ja, ich glaube, die sind von Atlas oder so. Guck dir mal an, wie riesig die sind. What the heck? Oh, ich glaube, wir bleiben hier gleich wieder stehen, wa? Oder? Ist, wenn ja so eine Haltestation ist. Einmal weiter, bitte. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig, oder? So that's where you are, Walter. Hier ist er, ja. Ist er sicher? Reach the Chapel. Ich sag mal, kann das irgendwie sein, dass ihnen das Geld ausgegangen ist für die Übersetzung oder sowas?
I can see the chapel from the train. It's close. Ja, wir können die Kirche vom Zug sehen. Ist sehr nah. Aber auch noch ganz andere Sachen sehen, da. Das ist aber schon recht modern, oder? Die Lampen, guck mal. Weißt du, wie die aussehen? Wie aus dem Osten, ey. What the fuck? Das ist bisher so das Modernste, was ich hier gesehen habe. Spiel gespeichert. Oh. Ey, sind Trabis. Oh, sind die hier teleportiert worden oder was die Sachen? Ey, guckt euch mal die Lampen an. Die sehen ja doch schon recht neu aus. Das ist aber nicht das originale Zeichen. Das erkenne ich sofort. Und habe ich das gerade richtig gehört? Blech? Aber Trabis sind doch gar nicht aus Blech. Nur aus Presspappe. Sind zwar lackiert, ja, aber ist so eine Presspappe. What the heck? Wird ganz schön komisch gerade, ne? Okay, wir haben jetzt gerade den Tisch, den Schreibtisch, wo wir hier die Schlüsselkarte gefunden hatten. Tangente, was für ein Ding? Geht nicht. Hört sich irgendwie schon nach Ende an, oder? Dieser komische Serverraum. Hört sich gerade an, als wären wir wieder in diesem Büro, ne? Ja, hier ist das Lager, ne? Das ist das Lager. Das ist der Serverraum. Hört sich gerade wirklich an, als wären wir wieder in diesem Büro. Genau, dann haben wir jetzt hier diese 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden und so was. Lol. Okay. Interessant, das Einzige, was fehlt, ist dieser komische Fisch, den wir da mal gesehen hatten, ne? Guck dir mal die riesen Rohre an. Fetten Pipes. Da ist ein Schiff draußen. Walter! Walter! Jetzt ist er wieder da, oder was? Interessant. Also hättest du gestern mal deinen freien Tag sozusagen. Interessant.
Victor von Bülow? Caro, richtig. Marilyn Brent, geborene Tannhauser, gestorben in 2001, ist sie gestorben. Ruhe in Frieden. Okay, Sidequest haben wir auch erledigt. Moment mal. Sind wir in so einer Computersimulation oder so? Woher wusste der jetzt, dass wir das Bild dahin gepackt haben? Hugo Solheim, geboren, gestorben. Was? Es hat einfach nicht gepasst. 2 Jahre. Eckert und Hagen, geborene 6 Jungnickel. Plus unmöglich. Braumeister. Die wissen alles. M. Schuster. Ruhe in Frieden. Ich habe kaum hab ich das Foto da hingelegt, ging das Radio an. Ne, so von wegen hat wahrscheinlich gesagt, so Dankeschön oder sowas. So Spitzenreitern spionieren. Da liegt jemand. Boah, ruckel, ruckel, ruckel. Ich habe keine Taschenlampe mehr, okay. Spiel gespeichert. Habe ich denn meine Waffe noch? Ich habe gar nichts mehr. Ist das Water? Szene verlassen? Ich will nur auf den Kopf springen. Aber liegen wir irgendwo K.O. in der Ecke oder so was? Walter? Oh mein Gott, Walter. Look at you. What did they do to you? What is this? What? Walter? What? But... Don't be scared. Come here. Trust me, Nora. I don't understand. I purposely didn't prevent Atlas in the beginning. You... Wait, you what? Er hat ihn mit Absicht nicht aufgehalten, Atlas? Wieso? I wanted our program to progress. So when I discovered that it was capable of learning, that it absorbing knowledge could. Freedom for Atlas, knowledge for us. A mutual. Walter, wait, stop. For what price? Undoubtedly. I knew that after this day, things would change for the GDR. The only possibility to ever find out what the agreement with Atlas really meant. No, wait. Wait a second. I don't get this. So, Nora. Then I became King Rosendahl. World welcomed by the people of Hakavik. Little did they know now. Walter, stop! This can't be! Walter, please, wake up! This is all wrong! After years of fighting fire, I will continue with science. Now, parasite powers, as Atlas is to this world. Walter, please! You didn't do any of this! I'm deeply rooted into the cost of my physical form. Oh, a small sacrifice for what I am responsible for.
Why can't we just leave? Why can't you just wake up and we'll go back home? It'll all be fine. Walter, please. It's too late, Nora. We are stuck here. Stuck in the library. It's not just to fix it. I don't even get who they are. Where are we anyways? What the hell? Where was I for the last 20 years, Walter? Sven, Roboter? Du gedenken, no, dass wir echt this to me again. You don't leave me again. I never want to drag you into this. I'm so sorry. Don't leave me! Please stop! I'm so sorry. We won't see each other again. Please. I promise. Go. Cause you must. Die Mucke erinnert mich gerade irgendwie an Death Stranding. Oh, das ging jetzt aber schnell. Das hätte ich ja gestern Abend dann noch machen können, ne? Sind Character Animation, Weapon Animation, Cutscene Animation, Character Modeling. Ja, das ist ein Projekt von 30 Leuten, war so wie es aussieht. Maximal. Translation. David Jungnicke, German. Hast du aber ein paar Parts verpasst, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Aha. Okay, ging ja dann doch schneller als erwartet. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Oh. Also, puh. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt tatsächlich mehr Fragen, als irgendwie beantwortet wurden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wie man sehen kann, ist in das Trier 2 auch schon auf den Weg. Ja, ich weiß nicht. Puh. Schwierig, schwierig. Was denkt ihr über das Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall mit dem Projekt Industria. So an sich hat es eigentlich schon Spaß gemacht, aber irgendwie fehlt da was. Ich habe vorhin schon vor der Folge schon mit meiner Community gesprochen, ja, und habe ich auch schon gesagt, irgendwie fehlt da dieser Funke so von wegen. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, das Spiel hat irgendwie so keine richtige Seele. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie fehlt da was. Irgendwie, ich weiß nicht. Das ist aber bisher auch das einzige oder das erste Spiel, wo ich das irgendwie so ein Gefühl habe. Von wegen, da fehlt was, da, ne, die hat irgendwie nicht, irgendwie keine Seele. Versteht ihr, was ich meine? Falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber das war's nochmal mit dem Projekt Industria. Wenn der zweite Teil rauskommt, werde ich ihn garantiert auch spielen. Nur mal gucken, wann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss.